etwas. Nice, genau. Und es ist wirklich mal ein schönes Event, das man erleben darf, wenn man mal eine Idee hat. Oh, I'm very happy to be a part of this program. Das ist unheimlich motivierend in diesem Zusammenhang. And it's very, very comfortable platform for a competition. Und da relativ schnell ein gutes Feedback kriegt. Ja, darüber hinaus gab es noch viele andere Ideen. Und heute können Sie bereits erste Prototypen sehen. Also gefallen hat mir sehr gut die Vielfalt. Wir hatten nie gedacht, dass so viele vielfältige Ideen kommen, so ein breites Spektrum. Und überrascht hat mich auch, dass die Ideen aus 68 Ländern kamen. Und man muss aber sagen, die Ideen, die gekommen sind, sind sehr, sehr schön, sind sehr, sehr gut. Von daher sind wir eigentlich sehr überrascht, positiv überrascht und sehr zufrieden. Deswegen haben wir als Kreis von Innovationsmanagern gesagt, wir gründen jetzt diese Initiative des Innovationskraftwerks. Und dankenswerterweise kam der glückliche Zufall zu Hilfe, dass wir seinerzeit auch Kontakt mit der Initiative Deutschland Land der Ideen hatten, die uns die Gelegenheit gegeben haben, diese Initiative in diesem Zeichen dann auf den Weg zu bringen. Dann eine Idee, die Ideen produziert, eine Innovation, die Innovationen produziert. Das ist schon sowas wie eine Megamaschine des Fortschritts. Und darauf sind wir in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz, natürlich angewiesen. Ich denke, das hat eine große Zukunft vor sich. Jetzt ist die Ideenplattform geöffnet. SGL Carbon ist mit dabei, Procter & Gamble bzw. Weller ist mit dabei. Wir haben einen Ideenwettbewerb von Deutschland, Land der Ideen. Und ich bin mir sicher, da werden noch viele, viele andere Unternehmen folgen. Und wir haben Riesenpotenziale, Ideen zu schöpfen. Ich meine, wir müssen an den Potenzialen massiv arbeiten, um die abschöpfen. Und da finde ich die Idee mit diesem Innovationskraftwerk ganz fantastisch. Sondern wir müssen einfach die nächsten Ideen nachlegen, dass die anderen sagen, wow, mit denen in Deutschland arbeite ich gern zusammen, weil die haben so tolle Ideen und die hören gar nicht auf, Ideen zu haben. Das Innovationskraftwerk eröffnet uns die Möglichkeit, über dem, was wir alle als Experten schon selber wissen, mal die Sicht des Außenseiters kennenzulernen. Millionen von Menschen, die nicht im Fach drin eingebettet sind, kommen zu Wort und können sich äußern, können ihre Ideen einbringen. Die Weller-Kollegen suchen für die Friseursalons eigentlich neue Services. Was können wir in den Friseursalons der Zukunft anbieten? Unsere erste Frage heißt Laptop und Lederhose. Wie präsentiert sich das Land der Ideen zukünftig? Indem wir die Kombination Carbonfasern und Beton gewählt haben, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und ich glaube, dass wir zu sehr, sehr interessanten Ideen kommen, welche Produkte, welche Anwendungen man daraus machen kann. Das müsste doch was Gutes sein, wenn wir gemeinsam uns auf den Weg machen, so eine Plattform zu machen. Denn am Ende ist es etwas, was wir alle gebrauchen. Das Innovationskraftwerk bindet ja Externe ein und ruft Externe auf, Ideen zu generieren. Und ich denke, dass wir auch für unser Unternehmen dann auf die Kreativität, die Intelligenz, das Engagement sehr vieler Menschen zurückgreifen können, weit über die Mitarbeiter unseres Unternehmens hinaus.